Eine Krise als Chance für mehr Nächstenliebe. Darüber wollen wir jetzt auch sprechen mit Professor Matthias Koring, Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Mannheim. Uns jetzt per Skype zugeschaltet. Herr Koring, schönen guten Abend. Ja, gibt uns denn tatsächlich die Krise vielleicht jetzt auch die Möglichkeit, als Gemeinschaft wieder näher zusammenzurücken? Ja, ich glaube, das ist nicht nur eine Chance, das passiert ja schon bereits. Man kann ja mal auf die positiven Dinge gucken, auch in einer Krise. Zwei Beispiele haben wir eben schon gesehen. Sie haben die Einkaufshelden erwähnt, junge Menschen, die für ältere Menschen einkaufen und ihnen das vor die Tür stellen. Es gibt die Telefonbetreuung älterer Menschen, die einsam sind. Freiwillige, ich wohne in der Pfalz, melden sich für Erntearbeiten. Apotheken erzählen, dass Schüler freiwillig Medikamente ausliefern. Und was wir ja auch alle wissen, ist, dass Krankenhäuser in den Bundesländern Baden-Württemberg, Saarland und Rheinland-Pfalz ja Betten zur Verfügung stellen für Kranke aus Frankreich. Und gleichzeitig sehen wir auch in unserem Alltag, das ist meine Erfahrung, dass die allermeisten Menschen sehr vernünftig und verantwortungsvoll mit dieser Krise umgehen. Und das ist eine ganz nebenbei gewonnene Erfahrung, die heißt, wir ziehen alle am gleichen Strang. Und das zeigt uns, ohne dass wir es vielleicht bewusst wahrnehmen, dass wir als Gemeinschaft funktionieren. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige, selbst erlebte Erfahrung. Das ist ja eine große Möglichkeit, auch wenn wir jetzt alle an einem Strang ziehen, das ein bisschen zu konservieren. Also über die Krise hinaus besteht da die Chance, sehen Sie das, dass wir das tatsächlich noch länger beibehalten können? Ich glaube, das, worüber wir gerade gesprochen haben, und die Krise ist ja noch nicht zu Ende, das bleibt in den Köpfen haften. Also das vergessen wir so schnell nicht. Und das ist wie ein gemeinsames Gedächtnis, was wir alle mit uns tragen. Von daher kann ich mir gar nicht vorstellen, dass diese Erfahrung dann nach der Krise völlig ohne jede Konsequenzen sein sollten. Was ich aber auch sagen möchte, was hoffentlich auch haften bleibt, ist, wie armselig eigentlich die Versuche derer wirken, die auch hier nur das Schlechte sehen wollen und auch hier allein ihr Misstrauen in die Gesellschaft und deren Institutionen pflegen. Ich glaube, auch das vergessen wir nicht, denn das ist das Gegenteil von konstruktiv und in solch einer Krise überhaupt nicht hilfreich. Höher, schneller, weiter, das war ja auch ein Prinzip, dem wir gerne gefolgt sind. Gibt auch einige, die sagen, diese Krise kommt zur rechten Zeit, also dass wir da vielleicht auch ein bisschen Einsicht jetzt haben. Glauben Sie denn, dass die Krise uns als Gesellschaft auch nachhaltig ändern kann? Ich glaube, das kann sie. Ich meine, was wirtschaftliche Folgen betrifft, will ich hier nicht spekulieren. Das steht ja erst am Anfang. Aber ich glaube, eine Erfahrung daraus ist, dass wirtschaftliche Effizienz, ja auch selbst materieller Wohlstand, nicht das wichtigste Gut ist. Ich glaube auch, dass es nicht ausreicht, dass wir diese gemeinsamen Erfahrungen in unserem Gedächtnis haben. Denn das heißt nicht automatisch, dass wir daraus etwas lernen. Wir sollten also nach dieser Krise, die hoffentlich bald irgendwann ein Ende finden wird, nicht einfach zu den alten Routinen zurückkehren, sondern wir sollten offen darüber reden, welche Erfahrungen oder welche Lehren wir aus dieser Krise ziehen könnten. Da würde ich aber wünschen, dass das nicht eine Schwarz-Weiß-Diskussion ist, in die öffentliche Diskussion ja ganz oft abzugleiten drohen, sondern dass das eine offene Auseinandersetzung ist, auch mit offenen Lösungsvorschlägen. Das würde ich mir wirklich wünschen. Professor Matthias Koring, herzlichen Dank für die Einschätzung, dass Sie uns auch in Ihr Arbeitszimmer mitgenommen haben. Herzlichen Dank. Auf Wiederhören.